Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, wir werden uns heute Oswald schnappen. Der ist an den Docks, sehe ich gerade. Oh, Moment. Natürlich versinkt die Welt wieder im sandtechnischen Chaos. Das muss ich natürlich mal kurz mitnehmen. So. Oh. Und erstmal dreimal gegen andere Bäume laufen. Oswald, wo bist du? Stopp! Oswald, wie geht es dir? Oswald grinst dich breiter an als eine Blaskapelle. Er mimt zwei Menschen, die Arm in Arm herumlaufen. Du willst etwas abhängen? Klingt toll. Was willst du machen? Der charmante Hase blickt zwischen dir und ihm hin und her. Er zeigt auf sich selbst und zieht dann einen imaginären Hut. Er zeigt auf dich und wischt ein paar winzige Schmutzfleckchen von seinen imaginären Ärmeln. Hast du eine Empfehlung für meine Kleidung? Oswald nickt heftig und macht ein paar Charleston-Schritte, wobei er auf seine Hose zeigt. Willst du tanzen? Oswald schüttelt den Kopf mit einer übertriebenen Traurigkeit eines Stummfilmschauspielers. Ja, mir war schon klar, dass das jetzt um die Kleidung geht, aber ich fand's eben gut. Soll ich andere Kleidung anziehen? Oswald grinst, springt auf und dreht seine Ohren. Okay, ich schaue mal, was ich in meinem Kleiderschrank habe. Ich finde, wir sollten zusammenpassen. Ich werde nach einem schwarzen Hemd und einer hellen Hose suchen. Er hat einen Hut aus seinem, Hintern oder aus seiner Hose gezogen. Ich bin mir nicht sicher. Ein schwarz-weißer Fedora? Oswald, das sieht toll aus. Den werde ich auch auf jeden Fall tragen. Oswald ist so aufgeregt, dass er auf seinen Schuhen springt. Aus welchen Schuhen? Ich dachte, der ist barfuß. Zum Glück positionieren sie sich so, dass Oswald wieder sauber in ihnen landet. Okay, ich bin da mal weg. Bis gleich. Die helle Hose habe ich schon mal an. Okay, lassen wir jetzt mal so stehen. ja, ihr seht, was ich meine. Den Hut sollen wir anziehen und schwarzes Oberteil, hat er gesagt. Ne? Da hätte ich jetzt nur Monster AG eigentlich. Das könnten wir sonst noch nehmen. Das ist zumindest so ein schwarz-weiß. Ah, oder das hier. Das passt natürlich cool zum Hut. Nehmen wir mal das. So, Oswald, schau mal her. Okay, wie sehe ich aus? Oswalds Kinnlage fällt auf den Boden und er applaudiert begeistert. Er tut so, als würde er einen Teppich vor dir ausrollen. Dann bläht er seine Brust auf und tut so, als würde er eine Fliege zurechtdrücken. Ich nehme das als Zeichen der Zustimmung. Jetzt, da ich mich richtig angezogen habe, was hast du dir vorgestellt? Oswald überlegt einen Moment, bevor er herumrennt und Blumen pflückt, wie ein Bauer, der spät dran ist mit seiner Ernte. Er steckt sie zusammen und schiebt sie rüber. Er sieht dich erwartungsvoll an. Willst du ein paar Blumen pflücken? Nicht das, was ich erwartet hatte. Ja, klingt gut. Oswald runzelt die Stirn, zuckt dann mit den Schultern und lächelt. Cool. Soll es eine bestimmte Farbe sein? Oswald runzelt die Stirn. Und scheint verwirrter zu sein als ein Pferd, das vor einem Modell T-Ford gespannt ist. Angesichts deiner Farben entscheide ich mich für schwarz-weiße Blumen. Ja. Und angesichts unseres schönen Aussehens entscheide ich mich dafür, ein Bild hier zu machen. Klar, der Hintergrund sieht... Ist das euer Ernst? Ich wollte eigentlich sagen, der Hintergrund sieht komisch aus. Da machen wir noch eins hinterher. Aber das Bild war jetzt cool. Okay, sammle schwarze oder weiße Blumen für Oswald. Warte mal, Oswald, guck mal eben mit. Ach so, ich kann dich noch gar nicht mitnehmen. Ja, ach, das ist immer ein bisschen nervig. Ja, okay. Dass man den ganz am Anfang noch nicht mitnehmen kann zum Leveln. Ich bin doof. Sammeln, ne?
Schwarze oder weiße Blumen? Also wir hätten den weißen Paradiesvogel. Schwarze haben, ach doch, schwarze glasartige Blumen hätten wir noch. Ja, eigentlich könnten wir überall welche finden, wenn man so will. Nehmen wir mal Steppe, Oase und ein, ach so, an den Docks sind die Paradiesvögel, genau. 8 Stück brauchen wir. Das nehmen wir auch mal direkt mit. So, die Paradiesvögel. Ich sehe hier gerade mehr. Oh, warte mal, warte mal. Komm mal her. Für euch brauche ich ja nur 5 Sterne essen, ne? Oswald, komm mal mit. Wir jagen jetzt das kleine Äffchen. Hallöchen. Waren das nicht nur dreimal? Jetzt haben wir schon 4-mal. So, perfekt. Du bekommst ein 5-Sterne-Menü. Na? Das magst du, mein Kleiner, ne? Sehr schön. Das können wir dann auch direkt abhaken. Hier hinten habe ich, glaube ich, sonst noch nie Blumen gesehen. Also ehrlich. Ja, eine! Eine! Oh mein Gott. Ich muss, glaube ich, gleich wirklich mal gucken, ob wir die irgendwie eventuell einfach rausnehmen können. Ja, da oben sind, glaube ich, gar keine Blumen mehr zum Pflücken. Ja. Boah, das. Bist du eine schwarze? Ja, du bist eine schwarze Blume. Endlich, meine zweite Blume. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde sehr lange brauchen, um diese Aufgabe zu beenden. Moment, hier ist noch was Weißes. Du bist gelb, ne? Aber da hinten ist noch eine Weiße. Oh, da hinten ist noch einer. Und mal gucken, ob ich die so rausnehmen kann. Aber da steht, sammle welche, gehe ich mal nicht davon aus, dass man die dann einfach so irgendwo rausnehmen kann. Das ist doch richtig blöd. Ich bin übrigens am Überlegen, ob ich diesen ganzen Teil, also auch mit den Bäumen und so weiter, ob ich den vielleicht hier in der Lagune unterkriege. Dann hätten wir nämlich einen richtig schönen Startpunkt. Ich mag das zwar eigentlich, wie das Haus hier vorne aussieht, weil das passt hier so schön rein. Aber ich muss mal gucken, ob ich das nicht eventuell auch nach hinten stellen kann. Halt, stopp. Ich habe ja gerade noch was Weißes gesehen. Ah! Das sind 5. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier zwischen noch eine weiße Blume haben, oder? Zumindest keine, die man so sehen könnte. Halt, stopp. Hier ist noch eine weiße. Zwei fehlen noch. Oh Mann. Ah, ich werde wahnsinnig. Okay, ich schaue mal eben drin, ob ich vielleicht welche rausnehmen kann. Ah, vermute aber eher, dass das nicht geht. Welche habe ich denn wo drin? Moment, das sind die neueren. Die habe ich wahrscheinlich eher hier auf der Etage. Moment. Wir haben ja auch weiße Passionslilien. Ich teile die jetzt mal eben auf. Mal gucken. Nein! Och! Okay, wir machen den Rest aber draußen, weil sonst kann ich mit dem nicht vernünftig reden hier. Ihr müsst die gar nicht sammeln, ihr müsst die einfach nur abgeben. Ja, das ist natürlich wesentlich besser. Oswald? Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Hallo, Oswald. Wie bist du denn jetzt da hingekommen? Da drinnen, ne? Ja, genau, dann gehen wir dem mal entgegen. Oh mein Gott. Also wenn das jetzt zu lange gedauert hat, schneide ich das Ganze ein bisschen zusammen. Oswald, komm mal her. Hier sind die Blumen, Oswald. Oswald schaut sich die Blumen an und kratzt sich verwirrt am Kopf. Warte, wolltest du keine Blumen? Oswald tippt sich ans Kinn und scheint in Gedanken versunken zu sein.
Er tut so, als würde er mit dir sprechen und macht dann die Form eines Rechtecks zwischen euch. Eines Rechtecks? Dann mimt er dich beim Sprechen und lässt deine Worte in das Rechteck krachen. Oh. Wir haben Probleme, uns gegenseitig zu verständigen, was? Oswald nickt traurig mit dem Kopf. Es scheint, als hätten wir hier mit einer kleineren Verständigungsbarriere zu tun. Oswald springt überrascht auf und der Umriss einer Glühbirne erscheint für einen Moment über seinen Kopf. Das hätten sie aber jetzt auch machen können, das hätte cool ausgesehen. Mit einer Geste fordert er dich auf, ihm zu folgen und eilt in der Ferne davon. Okay. Mit Rechteck meinte er diesen, ja, Brunnen kann ich jetzt nicht sagen, dieses Stück hier, oder? Oswald erreicht sein Ziel und beginnt dich auf etwas aufmerksam zu machen. Es ist blockartig, solide und die Wörter erscheinen nur langsam, bis du sie lesen kannst. okay. Oh, Oswald, ist es das, was ich denke, dass es ist? Oswald schüttelt wütend eine Faust gegen die Absperrung. Er hebt seine Fäuste wie ein altmodischer Boxer und mimt ein paar Schläge gegen die Absperrung. Dann stößt er einen übertriebenen Schmerzenslaut aus, schüttelt seine Faust und sieht dich erwartungsvoll an. Du willst, dass ich sie kaputt mache, diese Verständigungsbarriere? Oswald springt vor Freude auf und ab. Vielleicht klappt es ja mit einer herrschaftlichen Spitzhacke. Probieren wir es aus. Und zack. Die ganzen Buchstaben. Oh, ich habe ihn auch getötet? Nee, er ist jetzt draußen. Hä? Wie ist er so schnell rausgekommen? Oswald, gut so. Verrat mir den Trick. Komm nur her. Hat es funktioniert? Kannst du mich verstehen? Wow, ist das nicht ein Miauen einer Katze? Du bist ein echter Chuck Norris. Danke. Ich wusste, dass ein paar schicke Klamotten den Unterschied machen würden. Das und meine Spitzhacke. Was wolltest du mir vorhin sagen? Es geht um mein altes Haus. Wenn ich Lust auf ein kleines Schläfchen habe, wo soll ich dann meine Birne hinlegen? Warte, ich glaube, die Verständigungsbarriere ist wieder so. Okay, das war nicht so schlimm. Ich habe es irgendwie verstanden. Ja. Ich brauche mein altes Haus, meine Spelunke für diesen Kerl. Okay. Deine Birne hinlegen? Meinst du deinen Kopf? Oh, du möchtest, dass ich dein Haus baue. Das ist die richtige Antwort, Gameplayerin. Aha. Aber mein Haus ist etwas Besonderes. Dafür brauchst du keine normale Baugenehmigung. Im Gegenteil. Wir brauchen Tropenholz, Kohle und Bernstein, um den Bleistift herzustellen, den wir brauchen. Ich hoffe nicht so viel, weil Tropenholz habe ich zum Beispiel nicht so viel. Kohle habe ich en masse. Bernstein weiß ich noch nicht mal, ob ich überhaupt einen habe. Wir entwerfen es von Grund auf neu. Beginnen wir mit dem Grundriss? Klar, sowas in der Art. Okay, stelle Oswalds Bleistift wieder her. Jetzt steht nichts mehr da drin, oder was? Habe ich die... Also, oder weil ich die Sachen schon habe, wahrscheinlich, ne? Das heißt, mit anderen Worten, ich denke, dass ich an die Werkstatt muss. Ich vermute mal die normale Werkstatt. Ja, okay. Wieso brauchen wir Eisenbarren? Davon hat er doch gar nicht... Achso, das war für... Ja, das ist immer noch die Quest, die ich leider nicht rauskriege, wo ich so Unmengen an Vorräte brauche und ja, es mir das einfach nicht wert ist, weil man halt nichts wirklich dafür kriegt. Oh doch, ich habe 9 Bernsteine, ich habe Glück. Okay, wir haben einen Bleistift. Rüste den osmanischen Bleistift auf, um in den Kunstmodus zu gelangen. Wie soll ich das denn machen? Moment. Damit geht's auch nicht. Hä? Wie soll ich den denn ausrüsten? Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Also normalerweise bis 6 geht es ja. Nee, bis 7 geht es. 890 kann ich nicht mehr drücken.
Das heißt, wie kann ich jetzt den... Ah, okay. Ich habe da drauf geklickt, aber... Wieso funktioniert das jetzt nicht? Also Garderobe und dann klicke ich auf ihn. Dann klicke ich auf den Stift und der geht direkt wieder weg. Wenn ich ganz schnell rausgehe, dann, dann habe ich den Stift trotzdem noch in der Hand. Schau bei Oswald vorbei und erzähl ihm von deinem Kunstprojekt. Wo ist denn der? Auf dem... Also ihr müsst wirklich den Bleistift anklicken und dann sofort wieder rausgehen, weil sonst ist der direkt wieder weg. Also das scheint ein bisschen verbuggt zu sein hier. Wobei ich ja schon sehr viel davon gehört habe, dass die neuen... Ah, jetzt ist er wieder weg, oder was? Dass die neuen Quests alle verbuggt sind. Lass mich mal sehen, was du da hergestellt hast. Hm, ist das richtig? Dieser Bleistift ist überraschend groß. Gameplayerin, der ist spitze. Das ist ein toller Bleistift, der den normalen Schreibwarenschrott in den Schatten stellt. Jetzt brauchen wir einen Entwurf, den ich zufällig gerade bei mir habe. Leg ihn einfach auf den Boden und du kannst mit dem Bleistift in der Luft zeichnen. Okay, das ist definitiv Neuland für mich. Aber ich werde mein Bestes geben. Hier ist die Vorlage. Okay. Ah, jetzt ist er wieder da, okay. Platziere das Haus. Ja, die Frage ist, wo platziere ich jetzt so ein Haus? Ich habe hier eigentlich gar keinen wirklichen Platz. Eigentlich wäre das cool, wenn man den neben Sully hinstellen würde. Also neben Monster AG, weil das ja ziemlich cool passen würde. Aber der Aussichtspunkt... Ich weiß ja nicht, wie groß das Haus ist. Aber da kann ich, glaube ich, auch nichts wegstellen, oder? Ich meine, Aussichtspunkt wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das da hinstellen würden. Im Innenhof, glaube ich, sieht das nicht so toll aus. Hier kann ich es, glaube ich, nicht hinstellen. Naja, wobei im Dschungel ist es natürlich sowieso ein bisschen. Ne? Ich möchte es halt auch dementsprechend der Umgebung ein bisschen anpassen. Das ist das Problem. Was wäre denn... Hier haben wir ja schon das Jeremie. Wenn wir das vielleicht hier irgendwo hinstellen würden... Hier ist natürlich alles im totalen Chaos versunken. Ich hätte jetzt gesagt, so hier in die Ecke vielleicht. Hm. Oh, das ist aber riesig. Ach du Schande. Ja, obwohl es geht noch. Ja, es ist breiter, aber auch nicht viel tiefer rein als das Haus. Wenn ich das jetzt drehen würde, das würde so ein Stück rauskommen. Das sieht natürlich dann auch nicht so toll aus. Wenn wir das dann hier hinstellen. Was ist, wenn wir das da in die Ecke stellen würden? Hm. Ich finde halt, das sieht von der Optik her nicht so schön aus. In die Wüste wird es gar nicht passen. Hier ist natürlich auch so eine Sache. Hier passt es eigentlich auch nicht hin. Sowas müsste man normalerweise ins andere Gebiet reinsetzen, finde ich. Hm, hier passt das irgendwie alles gar nicht. Da ist Jafar und da ist das mit diesen komischen Bäumen, die ich nebenbei bemerkt eigentlich gerne auch mal wegmachen würde. Moment, ich platziere das mal eben hier hin. Kann man die? Ja, die kann man wegmachen. Oh, das ist ja geil. Dann sieht das zwar nicht mehr so schön aus. Also so nach Dschungel aus. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz froh, wenn diese komischen Bäume hier weg sind. Ich würde es halt nur gerne hier hinten dann hin platzieren. Wo ist denn vorne? Das ist wahrscheinlich vorne, oder? Ah, dass das immer so haken muss, wenn man das bewegt. Das ist so blöd. Hier kann ich es gar nicht. Boah, was ist das denn schon wieder? Okay, stellen wir erstmal hier hin. Kann man die hier wegmachen? Auch wieder nicht, ne? Hm. Also, ich würde sagen, dass wir hier so die Ecke machen. Und ich würde gerne eigentlich auch hier so ein
die neuen Sachen dann reinmachen, dass das alles so ein bisschen modern aussieht. Und gleichzeitig würde ich gerne hier versuchen, meinen Bereich aufzubauen. Da muss ich dann mal gucken, vielleicht hier mein Haus hinstellen und dann hier so Wege machen, dass das so gerade ist und dann in diesen Wegen die Bäume reinmachen. Da muss ich dann mal schauen. Das zeige ich euch vielleicht mal, ja, die Tage dann bei irgendeiner anderen. Ja, wir lassen es erstmal hier stehen. Sprich mit Oswald, um zu erfahren, ob er mit seinem neuen gezeichneten Haus zufrieden ist. Theoretischerweise müsste er ja bei dem Haus jetzt stehen, ne? Oder auch nicht. Oswald? Der ist da unten. Haut man da mal kurz hin. Es ist halt, wie will man so ein Schwarz-Weiß-Ding hier reinkriegen? Das passt halt nirgendwo so richtig zu. Das ist das Problem. Denke mal, ich muss den Stift noch draußen behalten, oder? Ich Ich lasse muss ihn mal dir unbedingt vorsichtshalber, was solange ich das kann, erzählen. draußen. Das lief nicht ganz so, wie ich das erwartet hatte. Oh je, dieses Haus besteht aus Bären. Puh, und ist flacher als ein Pfannkuchen. Ist das ein Problem? Was sollen wir machen? Wir müssen eine dritte Dimension einsuchen. Aber wie? Ich glaube, der Bleistift ist aufgebraucht. Sei nicht traurig, Oswald. Wir finden schon eine Lösung für dein Haus. Ich? Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe das Glück auf meiner Seite. Warte, habe ich dir nicht meinen vollen Namen gesagt? Ich bin Oswald, der lustige Hase. Schön zu hören, dass du keine rosarote Brille trägst, wenn es um dein Selbstbewusstsein geht. Hä, was ist das für eine Kombination? Brille? Sagenhaft! Du bist ein Klugscheißer-Gameplayerin. Manchmal. Bin ich das? Darauf kannst du wetten. Natürlich bin ich auch super schlau, weil ich dich zur Antwort führe. Zweifellos müssen wir dem Haus eine dritte Dimension geben. Dem Haus fehlt es an Tiefe. Ja, natürlich. Warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Tiefenzeichnung. Ich glaube, 7. Klasse Kunstunterricht. So die Ecke. Manchmal muss man einen Sprung zurück machen und das ganze Bild sehen. Also Perspektiven, nicht Tiefenzeichnung. Wir brauchen nur eine 3D-Brille. Wo können wir so etwas finden? Ich weiß es, weil das ist ein Riesenbug und deswegen wusste ich darüber Bescheid. Mein Glück nimmt kein Ende, Gameplayerin. Erst gestern habe ich Herrn Duck getroffen, einen ganzen Haufen Qua geholfen, einen ganzen Haufen Antiquitäten auszugraben. Erst gestern? Ich wette, er hat noch keine Gelegenheit gehabt, die Ware in seinen Laden zu sortieren und einzuräumen. Ja, er hat immer wieder gesagt, dass das ganze Zeug einen Eimer Kohl wert ist. Okay, ich nehme auf jeden Fall mindestens 1050 Sternenmünzen mit. Wer weiß, wie teuer das sein wird. Alle Achtung, was Ich für habe ein ein paar Tag! Millionen, warum soll ich nur 1000 nehmen? Okay, Dagobert. Bitte, bitte, bitte. Das ist gar nicht Dagobert, ich laufe auf Merlin zu, ich doof. Bitte, bitte, bitte. Sei jetzt nicht verbuggt. Oh. Hallöchen, das habe ich schon. Hallo! Das kaufe ich trotzdem nochmal. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich. Also ich müsste das ja eigentlich noch drin haben. Oder hinten, das ist schön. Dagobert, geh mal kurz aus dem Weg. Ich muss mal kurz was gucken. Oh. Das ist von Ratatouille. Das sieht aber cool aus, das Fenster. Das habe ich schon, das habe ich schon. Okay, warte, Dagobert. Oh. Es tut Hallo! mir leid. Bronzene. Heiße Dammsteine, die habe ich doch schon mal gekauft. Und was ist das hier? Hallo! Weißes gotisches Radfenster. Das sieht richtig cool aus. So ein bisschen barockmäßig irgendwie. So, halt, stopp, Dagobert, bleib stehen. Hallo! Ah, Gameplayerin. Kann ich eine Minute deiner Zeit haben? Nein, aber ich eine Minute deiner Zeit. Ja. Okay, was ist los? Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Gameplayerin. Ich hätte gerne noch ein paar Bestellungen von Stitch Cupcakes. Ah, nein, das wollen wir jetzt alles nicht. Das ist ja immer das Gleiche und das wollen wir Ich nicht. Bleib bin mal stehen ganz hier. zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Oh nein, jetzt kann man. Nein, es ist nicht euer Ernst, ne? Jetzt kann ich für die Quest nicht diese Brille bestellen, weil dieser Mist von Dagobert immer drin hängt. Und seit 2 Wochen, glaube ich, läuft das Event jetzt. Kann man.
Also beim ersten Mal hat es funktioniert, als ich das aber das zweite Mal gemacht habe, seitdem konnte ich die Bewohner nicht mehr ansprechen. Und das heißt, ich kann jetzt die Brille, also das Haus von ihm nicht bauen, also vom Oswald, weil ich mit ihm diese blöde Quest nicht annehmen kann. Wollt ihr mich veräppeln? Och nein. Ich kann ja auch, es gibt ja auch keine Möglichkeit, das anderweitig zu bestellen. Irgendwie mit der Kasse oder so vielleicht. Oh, das ist nicht euer Moment, der Tresor? Interagieren? Hä? Da bekommt man nochmal eine goldene... Da bekommt man nochmal eine goldene Kartoffel raus? Hä? War das jetzt einmalig? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wir könnten jetzt mal ausprobieren vielleicht den Stift, weil ich habe nämlich hier diese Quest, die habe ich drin. Und Dagobert hat ja zwei Quests und der will jetzt diese Quest mit den Cupcakes machen. Aber die hier möchte ich nicht machen und die andere kann ich nicht annehmen. Das ist halt das große Problem. Ich habe irgendwas Falsche gedrückt, fällt mir gerade so auf. Jetzt kann ich den Stift aber auch nicht... Weil ich hier drin nicht bauen kann, oder was? Bist du auch nein, wirklich das ist jetzt stark genug, oder? Um hier draußen allein zurechtzukommen? Moment, ich kaufe jetzt nochmal eben ein paar Sachen, auf Wiedersehen, die ich so noch nicht habe. Angeblich. Hey, hey. Also bei der Hälfte denke ich mir immer, die müsste ich eigentlich schon haben. Oh, das habe ich tatsächlich noch nicht hier. Das ist von Ratatouille. So, das müsste ich alles haben. Die Kerzen weiß ich nicht, doch die Kerzen habe ich auch. Die Sachen, ja, wie gesagt, gefallen mir alle nicht. Wobei, das finde ich ziemlich cool. Wobei ich eigentlich der Meinung war, dass ich das schon hatte. Aber jetzt so im Nachhinein... Oh, Frösche! Ich kann euch nur sagen, ich habe einen Key bekommen zu einem wirklich mega süßen kleinen Spiel. Also, nicht klein, aber ihr wisst, was ich meine. Ein mega süßes Spiel. Und da geht es von vorne bis hinten nur um Frösche. Wird in ein paar Tagen veröffentlicht. Ich darf es im Moment noch nicht veröffentlichen. Ich bin aber schon fleißig am Vorproduzieren. Deswegen hier schon mal der Hinweis, wenn ihr irgendwo was in meiner Timeline, oder in eurer Timeline besser gesagt, seht, wo was mit Fröschen erwähnt wird, klickt doch einmal rein. Also wenn es von mir ist. Ich meine, bei anderen dürft ihr natürlich auch gerne reinklicken. Klickt doch einmal gerne rein. Und ja, schaut es euch mal an. Es ist wirklich mega, mega süß, das Spiel. Der portet aber auch weg, ne? Wo ist er jetzt hin? Ne, jetzt ist er da. So, Moment. Ich versuche jetzt mal... Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber ich versuche es trotzdem mal eben, dass wir mal kurz rausgehen. Und dann... Ne, das war die falsche Taste. Ich krieg das Ding nicht mehr los, oder? Ja, das ist ja doof. Das heißt, eigentlich muss ich jetzt hier weitermachen. Ich würde auch gerne hier weitermachen. Ich kann aber nicht, weil Dagobert immer versucht, mir diese Quest aufzubinden. Ich habe einen Job für dich. Das ist doch scheiße. Was mich aber daran erinnert, dass ich schon mal was bestellen wollte und nichts bestellen konnte. Tja. Es ist wieder typisch Disney. Ich kann es nicht anders sagen. Also egal, bei welchen YouTuber man guckt, wenn die Leute ehrlich sind, wir haben ständig irgendwelche Probleme mit den Disney-Quests. Obwohl diese Quest gar nicht so neu ist, weil das DLC kam jetzt mittlerweile vor, ich weiß gar nicht, vor längerer Zeit schon raus. Trotzdem kann ich die 3D-Brille nicht bestellen. Ich werde mich nochmal an das Support-Team wenden. Ich werde die anschreiben, das mal kurz erklären und ich hoffe inständig, dass die auch genauso schnell reagieren wie beim letzten Mal mit diesem Mülleimer-Übertopf da, bei dieser Eve-Quest. Ja, sollten jetzt allerdings die nächsten Tage keine neuen Quests von mir kommen, dann ist es nicht, weil ich ihn nicht gelevelt habe oder so, sondern weil ich tatsächlich diese 3D-Brille nicht bekommen habe. Ich hoffe aber inständig, dass sich da noch schnell was tut und...
Ja, der kleine Schwarz-Weiß-Drache, wollte ich gerade sagen. Der kleine Schwarz-Weiß-Affe ist sich schon von hinten ja am Anschleichen. Ich glaube, der will mich gleich anspringen, so wie das ja aussieht. Ich weiß jetzt auch nicht, was passiert mit dem Bleistift, wenn ich mich jetzt auslogge. Ich hätte es halt gerne alles in einen Abwasch gemacht. Aber ihr habt ja gesehen, es funktioniert überhaupt nicht. Dadurch, dass diese Quests halt eben komplett verbuggt sind von dem Event. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist. Ich weiß, dass die Konsole extreme Probleme haben mit dem Event. Also teilweise konnten die Leute keine einzige Aufgabe vom Event machen. PC sieht es halt auch nicht so viel besser aus. Die einen beschweren sich, dass sie nicht Lust haben, immer das Gleiche zu machen und immer wieder diese Cupcakes zu machen. Zumal man ja jetzt auch nicht so viel dafür bekommt. Oder auch teilweise nicht weiß, was man eigentlich dafür bekommt. Ich habe ja jetzt auch noch diese Buttons, diese Anstecknadel da drin und weiß immer noch nicht so genau, was ich damit eigentlich machen soll. Ich habe halt auch noch nicht diese gelbe Anstecknadel, ne? Das kommt natürlich auch noch hinzu. Ja, erstes Event von Disney, kompletter Flop, kommt mir irgendwie bekannt vor. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Wie gesagt, ich melde mich jetzt mal beim Support und ich hoffe inständig, vielleicht kann ich heute noch eine Aufnahme machen. Wenn nicht, dann mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Und lad das Ganze dann so hoch. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn ich denn alles soweit wieder frei habe. Entweder wenn das Event vorbei ist und man nicht diese verbuggten Quests davon drin hat. Vorher kann ich auch bei Dagobert nichts Neues mehr fürs Lager bestellen, fällt mir gerade auf. Das ist richtig blöd. Weil wenn jetzt irgendwelche neuen Sachen dazukommen, kann ich die nicht ins Lager stecken. So wie ich das gerne hätte, so aufgeräumt für jedes Einzelne. Es sei denn, ich habe halt noch Sachen in meinem Inventar, aber neue Sachen bestellen kann ich nicht. Das ist halt, das ist wirklich doof. Wirklich nicht. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schade. Es tut mir auch sehr, sehr leid. Wie gesagt, sollte ich eine ganz schnelle Antwort bekommen, beziehungsweise eine Brille vielleicht zugeschickt bekommen, dann werde ich das noch eben hinten dranhängen. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wann auch immer diese jetzt erstmal sein wird. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.